Jetzt haben sie noch wieder für geile Schütten ausgegraben. Aber jetzt. Ja, die hat was. Tja, ein Porsche hat leider auch was. Nämlich Noss. Und jetzt die Führung. Und eine leichte Schramme vorne. Und du bist das Letzte. Aber wie sagt man so schön, es kommt nicht auf den... es kommt nicht auf die Karre an, sondern auf den Fahrer. Eins wird dir jeder richtige Rennfahrer sagen. Egal, ob du eine Meile Vorsprung hast. Ups, oder ein Fuß. Gewonnen ist gewonnen. Aber ich glaube, das sagt ein Inch, oder? Nicht ein Fuß. Ja, leck mich, was baut's denn hier dafür eine Scheiße ein hier? Zack. Gewonnen. Meldung am Bezirk 1. Stoppschilder braucht man nicht. 1:06 wurde gemeldet. In westlicher Richtung, durch den Lions Tunnel. Kann sich bitte einer... Ich bin nie durch einen Tunnel gefahren, ey. Das, die meinen jetzt hier schon wieder einen anderen. Oh, maximal. Aber nur 8,2. Was haben wir hier? Minimal und minimal. Wie lang ist der? 9,1. Fahren wir halt das dritte Sprint auch gleich noch, wenn es gerade so gut läuft. Da schießt sich meistens einer ab eigentlich. Naja, geht mir nicht, schade. Naja, hau nur dein ganzes Nass raus. Oh, ich hab's mir fast gedacht, dass du mir da bis in die Gewehre kommst. Ja, brems mal nur. Genau. Ist ja nur eine Kurve. Nicht etwa ein Abgrund, wo es 30.000 Fuß runtergeht. Oh, das war ein bisschen zu arg. Naja. Wird schon gehen. Heart is burning. Klump. Schauen wir mal, was das bringt. Nope. Die fahren wahrscheinlich wieder alle innen. Die sind jetzt echt, obwohl sie außen gefahren sind, schneller gewesen. Nein, das ist dieses bescheuerte Glas. Das ist zwar nur Glas, aber es fühlt sich an wie ein Tonnenblock, wenn man dort fährt. So, Highway, dahin geht's. Wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Jetzt stellen wir mal unterm Fahren Nitro auf ganz Minus. Jetzt schauen wir mal, was das dann so bewirkt. Autsch. Ich weiß nicht, was da jetzt groß unterschiedlich sein soll, aber lieber stelle ich es aufs Plus als auf Minus. Ups, hier ist jetzt gerade eine Menge schief gelaufen. Und wenn wir deshalb verlieren, werde ich diesen komischen Heini da Rock umbringen, weil er mir so eine komische Information gegeben hat. Fakt, wir werden dieses Rennen zweimal fahren. So wie es im Moment aussieht. Und so wie es für mich aussieht, habe ich hier wieder einen Haufen Unfälle. Und da vorne ist das Ziel vermutlich.
Oh! Wow. Komm schon. Okay, Rock, hast nochmal Glück gehabt. Ein Glück für dich. Bezirk Rosewood. Haben jede Menge Angst aus der Bevölkerung über eine Gruppe gefährlicher Fahrer. Vielleicht wurden sie gesehen. Nicht in meinem Bezirk. So, nur noch zweimal Radar. Einmal maximal und einmal minimal. So. Oh, schon wieder Lamborghini dabei, oder was? Tatsächlich. Und schon wieder eine Corvette. Jetzt geht's aber richtig los hier. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Habe ich vorher jetzt irgendwas gerade falsch gemacht? Nee, gut. Okay. Und tschüss. Ich fahre lieber dann oben die gerade Strecke. Verdammt, nur zweiter. Aber nur um 3 km/h. Das ist machbar. Und es war machbar. Es ist machbar gewesen. Wow. Aber es ist ein ziemlich hektisches und aggressives Rennen. Was machst denn du da für einen Scheiß? Alter, man hätte jetzt meinen Vorsprung sowas von dermaßen ausbauen können. Nein, bremsen einfach mal. Ich hasse euch, dreckigen Söhne. Tun sie immer so, als würden sie Auto fahren können, und wenn ich jetzt verliere... Ah, Mann! Das hasse ich jedes Mal. Deswegen hasse ich Teams. Also, gegen andere Leute fahren. Weil meistens sind nicht die Besser einfach nur so, sondern einfach nur bescheuert. Und dann wirst du durch sie behindert. Und dann passiert so eine Scheiße auch noch. Ja komm, ey, kotz mich an. Super, oder? Zweiter, ja danke. Und 10 km/h. Kleiner Sacke. Dass ich dir jetzt aber die Eier wegbusten werde, ist hoffentlich klar. Und tschüss, ihr Weicher. Ja. So. Jetzt gehört mir das Rennen. Nur klar, dass du jetzt ganz auf einmal mehr hast in diesem Acting. Vorher hattest du 78, jetzt hast du auf einmal 89. Es ist aber immer so bei der zweiten Runde. Wenn man neu startet, haben automatisch alle ganz zufälligerweise auf einmal mehr. Schauen wir mal, ob wir es trotzdem schaffen können. Dürfte eigentlich schon gehen. Ja, schön. 40 km/h Vorsprung im Moment. Ich hoffe mal, dass sie hier wieder so bescheuert sind wie vorher. Aber lass mich raten, wahrscheinlich nicht. Weil sie nicht durchgekommen sind, ne? Ja, das sieht jetzt schon besser aus hier. Das sieht schon besser aus. So gefällt mir das schon besser. km/h, ja, das mache ich erstmal weg. Also, grob. Jo. Da ist der Sack im Sack.
Richtung Bezirk 3. Ein Street Racer wurde gemeldet. In südlicher Richtung. Die anderen sind gleich wieder abgebogen. Auf dem Campus Circle. Einheiten bitte melden und anrücken. Oh, ihr seid so süß. 2, 4, 5, 6, 7. Maximal, wie viel hat der? 8, 2, den packen wir uns. Hast du gehört? Den packen wir uns. So. Oh, den ersten ab. Den möchte ich dann später auch gerne mal drin, weil es sieht schon ganz gut aus. Allerdings, du bist langsam und du bist fett und wiegen tut dann, glaube ich, einen Haufen. Ach so, ist ja schon wieder radarvoll, oder? Ups! Das hat mir dann wohl den Speedbreaker erspart. Alter, was seid denn ihr für schnelle Hengste? Die haben es ganz schön drauf. Vielleicht ist aber mittlerweile einfach mal ein bisschen mein Wagen zu langsam. Ich hasse es, wenn ihr vor mir fährt. Kann man nie sicher sein, was ihr gleich wieder als nächstes macht. So. Gut, die 3 km/h, die schenke ich dir jetzt mal. Inoffiziell, versteht sich. So, jetzt komm schon, gib Gas. Oh oh. Und der hat mich schon wieder überholt in der Punktzahl. Jetzt sind 4 km/h. 3 okay, aber 4 km/h, das sind zu viel. Ich würde sowieso mal interessieren, wenn du mit 34 km/h durch eine 30 km/h Zone fährst. Dann ziehen sie ja 3 km/h Toleranz ab, dann fährst du 31. Du bekommst für 1 km/h 10 Euro. Oh, da hinten kommen dann angeblich die Bullen. Ich will es uns sogar zutrauen. Das Problem ist, ich bin nicht Ärzte und muss, was weiß ich, wie viele Sekunden eher da sein. Hab kaum Nuss. Yeah! Gebonkt! Wobei ich ziemlich sicher bin, dass das ziemlich knapp war. Ja. Es hat schon gepasst. Alles klar, dann schauen wir gleich mal, ob wir uns die da vorne noch holen können. Na gut. Dann würde ich sagen, erstmal sofort zurück zum Unterschlupf. Speichern, ja, weiter. So, jetzt müssen wir noch da unbedingt diese Dinger da erwischen. 180, komm, den packen wir. Den holen wir uns jetzt, den reißen wir raus. Den stampfen wir wieder ein. Cross, ja, ich hab dich auch lieb. Hallo. Ich weiß, dass du da bist. Du scheinst es ernst zu meinen, wie du willst. Aber du musst wissen, dass du jetzt die Sonderbehandlung bekommst. Gesetze gelten für uns nicht mehr. Wir sehen uns dann. Oh, falls du dich fragst, woher ich deine Nummer habe, sagen wir mal so. Du hast nicht nur Freunde. Vor allem, wenn jemand seinen Wagen zurückhaben will. Schöne Nacht noch. Jo, mach's gut. Ich glaube ja eher, dass er die Nummer von mir hat. Aber das wäre natürlich ein bisschen blöd, das zu sagen, ja?